andere. Sehr gut. Auch die Band putzt und kampet. Ich persönlich heute extra mit Sturmfrisur, mir kann nichts mehr passieren. Ja. Und meine Gäste sind auch top aussehend, intelligent und überhaupt. Und außerdem, was soll ich noch sagen? Ja. Es kommt eine Dame zu mir, wo ich mir fast ein bisschen schlecht vorkomme, wenn ihr einschenkt, weil sie ist eigentlich eine gelernte Gastronomin. Ja. Und als zweites kommt ein Herr zu mir, wo ich mich seit Wochen frage, jetzt hat der immer bei Soko Dona mitgespielt, was macht der jetzt? Den muss so fad sein. Fragen wir, wann er da ist. Ja? Ich bin schon vollkommen in der Euphorie. Ich frage mich nur, auf was warten wir? Auf die Jungs! Lass uns endlich loslegen, machen wir sonst mit einer Notche. Ey, Singer! Hat. Ja, Gastronomin, sagt man. Ich freue mich sehr, dass sie hier heute bei uns ist. Die waschechte, Damen und Herren, Brigitte Chess! Gitti, du schaffst das! Komm, hier sind wir! Ja, wegen dem anstrengenden Schleiertanz, möchte ich fast sagen, war das ja jetzt da beim Reinkommen. Ja, war aber nicht vorgesehen in der Choreografie. Ja, aber oft sind die Dinge, die plötzlich passieren, die lustigsten. Geh bitte, komm mal nicht so. Du, jeder kriegt einen Gegenstand von uns. Und wir sind in deiner sehr intensiv erzählten Vita, wie man sagt, du hast ja schon sehr viel erzählt aus deinem Leben eigentlich. Sind wir haben wir ein Bierchen geschrieben. Ja, genau. Das haben wir uns angeschaut. Mehrfach. Wirklich? Ja. Und da bin ich auf eine Geschichte draufgekommen, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Nämlich mit der Violinschlüssel ist der ausschlaggebende Punkt. Jesus, aber da war, ich ja 6 Jahre alt. Was hast du angestellt? Kannst du ihm noch? Nicht wirklich. Schaut. Die hat mir das so lang, Du warst in einer recht schönen Schule, ne? Wieder war. Aber nicht mit einem Kugelschreiber, mit einem Bleistift. Den habe ich nicht da. Und sie hat gesagt, ich muss das locker machen. Und dann habe ich da einen Punkt gemacht. Sehen tue ich es natürlich nicht, aber ich tue es so, als wenn ich es wisse. Tja. Na klar, geht er noch. Top, Damen und Herren, hier zur Überprüfung. Ja. Dass du mich so mit Sachen überfallst, wo ich gar nicht daran denke, dass das passieren wird. Aber was hast du da gemacht? Es hat ja eine Bewandtnis. Du wolltest ja den Violinschlüssel dann nicht mehr zeichnen. Nein, ich wollte Klavier spielen. Ja. Und der hat gesagt, ich muss... Magst du auch eine Achtel? Na ja, hauen wir da ein bisschen was rein, dass das noch was schmeckt. Man sieht es ja gar nicht an der Farbe. Bitte sehr. Prost. Prost. Prost, Prost. Aber du hast einen Violinschlüssel, was ein kleines Kind? Nein, ich war in der Klosterschule und die Klosterschwester, die mir Klavierunterricht gegeben hat, hat mir da einen Violinschlüssel schreiben lassen und ich wollte ja Klavier spielen. Das Einzige, was ich noch kann. Du bist ja nicht zum Spielen gekommen. Nein, weil immer... Weil du den Violinschlüssel zeichnen hast müssen. Ja, und dann haben wir einen Buben gehabt, der hat spielen können. Der hat also gespielt und mir war fad. Und dann habe ich mir Gesichter geschnitten und der hat gelacht und dann haben wir müssen zur Oberschwester gehen.
Weil du Grimassen geschnitten hast? Ja, weil wir beide schlimm waren und sie konnte nicht unterrichten. Und der hat dann mit dem Rohrstab allein über den Arsch gekriegt. Und ich habe mich hingestellt und gesagt, mich haben sie nicht, weil ich hau zurück. Und dann wurde ich der Klosterschule verwiesen. Und die Klavierlehrerin hat gesagt, ja, das Kind ist talentiert und musikalisch, aber meine Nerven halten das nicht aus. Und das war dann das Ende meiner Klavierkarriere. Aber der Bub hat eine gekriegt und du warst wehrhaft? Na, den haben sie in den Arsch versucht, mein Arschstaberl. Ja. Und du warst wehrhaft? Warst du immer schon so eine wehrhafte Person? Ja. Woher kommt das? Das kommt aus meinem Inneren. Ja, du kannst dich nicht wehren. Es überfraut dich. Na, damals war ich ja noch. Ja. Na, schau. Die Geschichte ist ganz einfach. Ich war immer ein sehr dickes Kind und zu der Zeit waren nicht viele Leute dick. Ich war ja sozusagen jahrelang die Paradeblade von Österreich. Ne? Und das hat mich auch nicht gestört, weil ich es ganz einfach immer war, weil ich gerne Hunger und Durst gehabt habe und weil es mir immer geschmeckt hat. Und es hat mich auch nicht gestört, aber wenn sie mich geschimpft haben, habe ich mich schon gekränkt. Und dann habe ich mich eine Zeit lang gekränkt und habe gesagt, hört's auf. Aber ich bin ein Stier im Sternzeichen und irgendwann... Und dann habe ich eine betoniert und dann war da Ruhe. Geht auch. Dann war es so, dass wenn ich auf der einen Straßenseite gekommen bin und die Buben, die ich vermöbelt habe, sind auf der anderen Seite gekommen, also auf meiner Seite, die sind dann schön gewechselt, weil sie ja nie gewusst haben, was da passiert. Was wieder los ist mit dir? Ja. Dabei mag ich das gar nicht. Eben. Ich mag gar nicht raufen. Es war bei mir im Jazzclub so. Ich bin immer hingegangen und habe gesagt, Alter, passt nicht. Beim dritten Mal habe ich gesagt, und raus. Und wenn er nicht freiwillig gegangen ist, dann haben wir nachgeholfen. Das heißt, du hast in dein Lokal fast keine Rausschmeißer braucht, das hast du schon selber erledigt. Das hat es damals nicht gegeben. Ja. Das hast du erledigt. Das habe ich auch. Das hat die Chefin persönlich. Und natürlich auch meine Kellnerinnen. Aber du bist quasi aufgewachsen schon im zweiten Bezirk? Zweiten Bezirk, Mexikoplatz. Und Musik war wichtig, weil du hast immer gesehen, wenn du die Leute unterhältst, da geht was. Ja, ich bin schon als Kind beim Heurigen. Meine Alten sind ja dreimal in der Woche zum Heurigen gegangen und da war ich schon dabei. Und da habe ich immer vom Papa gekriegt ein Sechzehntel Rotwein mit einem Kracherl. Und dann war ich gut drauf. Überraschung! Und dann habe ich mich zu der Musik gesetzt und dann habe ich gesungen. Die Mama hat immer gesagt, sing, meine Mutter war eine Wernerin. Das habe ich aber, wie dann meine Mutter gestorben ist, nicht mehr gesungen. Das habe ich nicht kennen, da habe ich immer Wana angefangen. Das verstehe ich. Und dann habe ich halt lustige Weisen gesungen, was mir halt gerade eingefallen ist. Und die Leute haben gesagt, mein Gott, und das Kind, und so talentiert. Und ja, was möchtest du denn? Ja, was ist denn im Angebot? Na ja, da zu schauen wollen, gehen wir Cremeschnitten, Ballwürsteln. Aber ich war auch bescheiden, wenn ich schon Würsteln gehabt habe, habe ich gesagt, nein, aber ich hätte schon gehabt, Fleisch habe ich auch schon gehabt, nein. Schauen wir noch nicht, okay, das geht. Und wenn ich schon alles gehabt habe, dann habe ich gesagt, der Benzdorf, aber nicht um einen Schilling, um zwei. Ich habe schon damals auf mein Gas geschaut. Benzdorf mit Nuss. Scheit. Was heißt das, wenn die so spielen, dass die Wuppe... Die gefreien sie so. Ja, die gefreien sie. Die machen, schau dir das an. Aha, so ist das. Ja, genau. Holla der Rad, das hat sie aber gesagt. Und kriegt man von denen auch einen Schaumrohr? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht fragst du nachher, ob du einen Schaumrohr kriegst, ob sie einen eingesteckt haben. Du bist dann tatsächlich, wie der Mama sehr früh verstorben ist, was natürlich eine wahnsinnig einschneidende Geschichte ist für 14-Jährige, nach Israel gegangen zum Onkel. Ja, und nein, bist dann also mit... Mit 14,5 bin ich ein halbes Jahr nach Israel. Ja. In der Zwischenzeit hat mein Vater das Kaffeehaus, also Espresso Kitty, aufgebaut. Und dann war ich bis 17 in Wien und dann bin ich zur Hochzeit von meiner Cousine gefahren und bin gleich dort geblieben. Bist du dort geblieben, weil? Weil. Weißt du, dort schön, aber es war ja am Land. Warm war es. Israel warm. Ist das beste Land zum Wäschetrocknen. Ist gleich Aufhänger ist schon da. Nein. Ich wollte eigentlich nicht mehr zurück, weil ja, der Papa hat eine andere Frau gehabt, die Streitereien, das ist mir alles am Nerv gegangen. Bist du gleich in Israel geblieben? Ja, da war ich auch bei meiner Onkelzeit, aber da bin ich dann auch. Der hat gesagt, ich bin wie ein wildes Pferd, man muss mich zurechtreiten. Und ich habe mir gedacht,
Sadel lasse ich mir keinen aufgeben. Ja. Aber du hast, was ich auch total spannend, ja, was ich, sehr gescheit. Stimmt es tatsächlich, dass du damals in Israel deine ersten Hosen angehabt hast, weil du vorher immer nur Kleider und Röcke angehabt hast und das irgendwie das erste Mal war? Ja, und zwar, mein Onkel war auch ziemlich beleibt und wo ja was hätte ich denn sollen, ich habe ja einen KW-Schmidt gehabt für einen Bauernhof. Und da habe ich eine Hosen angezogen vom Onkel Eliezer und Gummistiefeln und so bin ich immer da umgerannt. Aber im Stall, das hat mir getaugt. Ja. Wirklich? Ja. Also du wärst fürs Landleben geschaffen? Nicht wirklich. Aber so zwischendurch. Ja. Hin und wieder. Also so botanisch mit grüner Daumen und kenne mich aus, das nicht. Ja. Ja. Aber entweder, es war entweder ziehe ich alles groß oder ich reiße alles ab. Aber dann bist du quasi zurück nach Wien, weil quasi lokal. Na, da fuhr ich ja noch. Ja, habe ich noch Doktor. Den Herrn Botbull kennengelernt. Ja. Dann habe ich Schlohmetall gekriegt. Und wie die Schlummertel 6 war, sind wir zurück nach Österreich. Und dann hast du kenneriert im Alt-Wien? Naja, was hätte ich denn? Ich hab zwar in Israel Köchin gelernt, aber und ja. Obwohl, du hast das als Eisverkäuferin und Versicherungsvertreterin probiert. Habe ich auch gemacht, ja. Als Versicherungsvertreterin, das war nur eine kurze Episode, nein, aber ich habe gute Geschäfte gemacht. Wirklich? Ja, ja. Bin da in ganz Niederösterreich gefahren, das war auch sehr lustig. Was ich bin auf den Häuser gekommen, wo ich mir gedacht habe, die haben eine Versicherung sicher nötig, aber leisten können sie es nicht. Da waren kleine Kinder da und die von der Schlomme, da habe ich noch eine Gewand gehabt, das habe ich dann hingeführt. Ja. Ein gutes Sinn. Aber da habe ich schon auch schlimme Sachen gesehen. Ja. Ja. Und da habe ich einen Kaffeevertreter getroffen und der hat gesagt, Gittel, was magst du? Und ich habe gesagt, ich arbeite jetzt bei einer Versicherung. Und der hat einen Lachkrampf gekriegt, sag ich, was magst du so deppert? Sagt dann, naja, du bist ja prädestiniert fürs Gasgewerbe. Und ich, großgeschaut, kein Geld hinten und vorne, habe ich gesagt, ja, wenn Gasgewerbe, dann nur selbstständig. Und der sagt zu mir, ich habe was für dich. Und meine Tante hat mir dann ein Geld geborgt und das habe ich ein Bachgeschäft übernommen. Und so ist dann dahin gegangen. Und dann waren mehrere Lokale, deine Stammgäste, man darf ja sagen, da waren dann der Ambros, der Tanzer, nein, der Bockopetz, die sind dort nicht gekommen. Nein, die ERV ja? hat dort ihr erstes Konzert schau. Geschrieben, der Thomas Spitzer. Nein, der Wolfgang war nicht da, der war ja schon ein Star. Und der Tanzer war bei mir im Café Zucker. Ja. Der hat dort eine ganze, also eine ganze Tischplatten gezeichnet, habe ich natürlich auch gewaschen, schade. Blöd, jetzt eigentlich, ich mir, pass auf, was ich da tue. Ja, aber da hat er einen Chick gerade gemacht und da ist das der Nackerte rausgekommen und hat gesagt, wortwörtlich an das kann ich mich erinnern. Sagt er, wenn das jetzt nicht wird, scheiße drauf. Na Gott sei Dank ist was vor. Ja. Aber Stefan Weber war da. Der Stefan Weber war da und hat mich angeschaut und hat gesagt, ich brauche die bei der Radiowabberl. Und mein allererstes Tradiwabal-Konzert, da war ich in einem Nylon-Blumenkleid mit einem Hut und habe gesungen, im Prater blühen wieder die Bäume. Glaubt man gar nicht. Normalerweise kriegst du irgendwas auf die Bühne geschmissen. Nein, sie haben alle gesagt, we love you, Kitty. Ja. Ja, und dann habe ich Itzi Bitzi gesungen und dann Fleischwolf und Vollfrau. Und ja. Mit der Zeit bin ich, weil dann hat er zu mir gesagt, oder gesagt, was, Kitterl, ich hätte gern bei Sadomaso auch dabei. Sag ich, aha, was mache ich da? Ja, was die anderen machen. Aha. Sag ich, und was ziehe ich an? Sagt er, am liebsten war es mir ein Corsage. Aha, habe ich mir gedacht, na gut. Also das viele Fleisch kann ich irgendwie in einer Corsage verstecken, aber was mache ich mit den Haxen? Und damals war das nicht so einfach, dass man Strumpfhosen kriegt in der Größe, nicht Strumpfhosen. Dann habe ich aber irgendwie einen Auftritt. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe Stiefel angezogen und mir gedacht, aha, das schaut aus wie ein Stötzen im Netz. Okay. Ja. Schau, die romantische Stützmusik dazu. Dann habe ich mir meine Haare aufgestellt, schwarz geschminkt
Und so Käden halt. Und ja, dann habe ich auf einmal ganz wild ausgeschaut. Aber es war witzig, wenn, ich, wenn der Stefan gesagt hat, bei Fleischwolf, ich muss runtergehen. Und ich habe dann gemacht, Und die Leute haben gesagt, ja, Gitterl ist schon gut. Hat sich keiner gefürcht von dir? Nein, nicht wirklich. Du bleibst überhaupt immer dieselbe Person, das finde ich total super. Weil ja, Kaiser ich... Mühlenblues zum Beispiel, was du gespielt hast. Ah, das war die beste Rolle meines Lebens. Dover Bohus Senderchefin, also das sind schon in der Liga zwar sehr diametrale Sachen, aber man hat die gesehen und hat immer gesagt, ah, die Gitti. Naja, mit der schwarzen Perücken halt. Ne? Ja, aber du bleibst du. Und die... Das beim Kaisermühlenblues als Sandlerin, das hat mir schon gefallen. Gott sei und Dank. Das war lustig, weil da sind wir durch Kaisermühlen marschiert. Da gibt es ein super Eisgeschäft mit dem Felbel, der hat einen Polizisten gespielt. Der hat mich quasi begleitet. Und da hat einer sein Eis gegessen, bin ich hingegangen und habe gesagt, kann ich ein Fuschi haben? Du, ich bin ja ganz begeistert, weil ich kann mir eine Jackett ausziehen. Ja, was soll weil ich wir verkleiden uns jetzt. Da ziehst du was an. Ha? Ich zeig mir was an. Wir singen was, oder? Ach so, na, aber die Geschichte habe ich da ja gar nicht erzählt. Warum singen wir jetzt so einen alten Hadern? Weil wir im Kaffeehaus gesessen sind, da war ich 16, noch keine 16. Und unser Fahrt im Schädel, viel Geld haben wir nicht gehabt. Und einer von den Buben hat gesehen, es ist ein Gesangswettbewerb im ersten Bezirk in der Disco Grünwald oder Tanzcafé hat das damals geheißen. Und die Buben haben gesagt, ja, da gibt's was zum Gewinnen, Friseurgutscheine, was zum Saufen, da fahren wir rein. Du singst, das gewinnen wir eh. Und da sind wir hingegangen und ich habe mir gedacht, was soll ich da singen? Und ich habe ein einziges Lied gekannt, das war, es geht die Luli, ich bin die Lulila von Kopf bis Fuß Lila. Und da bin ich aufgegangen auf die Bühne und der Chorrepetitor sagt, ja, was singen Sie? Sag ich, die Lulila. Sagt er, in welcher Tour? Sag ich in einer Tour. Ja. So. Sagt er, na, wie soll ich sie dann begleiten? Hab ich gesagt, am besten gar nicht. Hab das Unplugged gesungen, in der Jury saß der Willi Kralik und der fette George. Die haben sich deppert gelacht. Ich 120 Kilo mit einem Hemdkleid in Streifen, weil er macht schlank. Und hab gesagt, hat einer einen Hut, den hab ich mir aufgesetzt und hab gesungen, ich bin die Lulila. Und hab das gewonnen. Tät man das jetzt singen? Na, jetzt mit Hut und mit Band? Naja, aber das lila Kerl ist ja daheim im Kopf. Ja, aber das ist ja wohl schon. Ich aber versuche, ich habe einen lila Lippenstift. Ja, ich kann versuche, man was geht. Schau, bitte sehr. Ja. Geh mal so an, bitte. Schau. Nimmst du die rosa Ding und tust so, wie wenn es lila war? Und ich nehme das, schau. Das ist ja lila. Ist das eh? Okay, das ist eh lila. Willst du den Hut? Nein, du bist ein Hutgesicht. So. Na, habe ich den. So, mit dem. Das sind aber schon räudige Federn, hörst du. Ich hab's schon im Mund. Hei, 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 hei. Tschüss, Kitty! Dankeschön. Keine neuen Kleider, dann verjüngen ja die Schneider und Frau Lu, die Schöne und Mondäne bringt das Neueste von der Szene. Mittags auf dem Chor oder im Sonnenschein fühlt sie die allererste Mode aus und ein. Es geht die Lu. Alles hat Frau Lu in
Farbenton. Das neue Auto und die Villa, auch die Badewanne lila, jedes Seidenband und alle Dinge lila, selbst die Augenringe. Lila vor dem Augen wird's dem Herrn Baron, denn der bezahlt die ganze lila Kollektion. Lulila, vom Papi Schulila, ach das ist Lulila, das muss man sehen. Sie hat den Hut lila, das steht ihr gut lila, was sich da tut lila, ist nicht mehr schön. Sie braucht sich gar nicht die schönen Augen malen, Chilla. Nur zusammen zu Lunter Lila trägt die Busen lila Hosen und auch lila Unterhosen. Und was machen denn die Affen, die das sehen im Zoo? Sie tragen lila, wenn ich gerade am Shampoo. Es geht die Lolila von Kopf bis Schulila. Ah, das ist Schulila, das muss man sehen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke, Czerskitty. Das war eine Gaude. Ich stimme dem zu. Dankeschön. Haben Sie es erkannt, was das ist? Sehr verehrte Damen und Herren, haben Sie erkannt, was das ist? Die Lindenstraße. Natürlich, die Lindenstraße. Jetzt haben Sie die Lindenstraße angesetzt. Das ist eine Schweinerei. Also wirklich. Jetzt haben Sie die Lindenstraße angesetzt. Jetzt, wo wir so schön spielen können, den Anfangsjingle. Ja? Aber ein Herr, der mitgespielt hat in der Lindenstraße, den würde ich doch jetzt wirklich sehr gerne an unserer Seite wissen. Ja? Er hat natürlich später viel interessantere Geschichten gemacht und vorher möchte ich sagen, ja. Er ist Schauspieler, er ist außerdem, ich sag, Musiker und Sänger, Sie werden es sehen. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Damen und Herren, Dietrich Siegel! Was hättest du gern zum Trinken? Irgendein fancy Getränk, das man nicht wehtut. Das ist sehr fancy. Sehr, sehr gerne. Du, Lindenstraße, ich sag nur eins. Ja. Um dich noch mehr zu verwirren, der Gegenstand war jetzt quasi auch noch der Tennisschläger. Warum? Warum der Tennisschläger? Weil dieser Mensch, den ich dort darstellen durfte, musste, am Anfang ein Tennislehrer war. Ja. Mit dem klingenden Namen? Stefan Nossek. Auch das gefällt mir sehr. Ja. Die sind aber bald draufgekommen, dass ich nur sportlich ausschaue, also damals. Und dass ich eben also die Tennisschläger mehr so verwendet habe als Luftgitarrist. Ja. Und das hat sich bald aufgehört und dann bin ich
Gangster war noch. Ich hab's vergessen, verdrängt. Aber das Schöne finde ich, du dürfest dann relativ renitent dort gewesen sein, weil du ja dann eigentlich relativ schön als Figur aus deinem Zwei-Jahres-Vertrag herausgekommen bist. Weil deine Figur, das habe ich wirklich super gefunden, deine Figur ist zuerst erblindet. Naja, Moment. Und aber dann vom Auto zusammengeführt worden. Aber nicht krankheitshalber, das glaubst. Ein Achtjähriger hat mich blind geschossen. Also, das ist mit eine Geschichte. Dem Luftgewehr eines Nazis. Jawohl. Ja, das habe ich miterfunden. Ja. Das hast du miterfunden. Das habe ich mir gedacht. Ja. Dass er dachte, ein bisschen an Humor, zumindest bei meinem Abgang. Das war ja das vor allem. Ja. In meinem Leben, ich kenne das nicht. Als geborener Österreicher, der zwar nicht aufgewachsen ist, aber ich kenne ein humorloses Leben nicht. Und das war sowas von tröge. Das ist ein tröges, ein schönes Wort. Ein vor allen Dingen im Wort. Zusammenhang Humor und Österreich ist tröge. Nein, aber dort, das war, also für die Lindenstraße ist das Wort tröge erfunden worden. Und ich war, sagen wir, glücksmäßig nicht so weit vorne. Obwohl du ja eigentlich schon noch in einem Land auch groß geworden bist, weil deine Eltern natürlich als Schauspieler, die ihre mitgenommen haben, wo ihre Engagements auch waren. Und du bist in einem Land groß geworden, also so ein paar Jahre verbracht, wo man jetzt da auch nicht sagt, du bist der Karlauer auf die Welt gekommen. Also die Schweiz ist jetzt nicht unbedingt berühmt für... Da täuscht man sich. Ah, okay, dann da täuscht man sich. Es sofort. Nein, da täuscht man sich. Sagen wir, es geht nicht so schnell, bis die Point kommt. Ja, man denkt sich, ah, das könnte jetzt was Lustiges werden und dann setzt man sich gemütlich hin und das kommt dann schon. Und wenn es ein Vertrauen gefasst hat, bei den Schweizern ist es eine Vertrauensfrage. 1972 dann nach Wien und du hast gemeint, für die ist dann Wien vorkommen wie der Balkan. Bukarest. Wie meinst du das? Bukarest zur Zeit vom Ceausescu. Ja. Naja, ich habe... Ich habe so lange Haar gehabt, das war aber, sagen wir jetzt, der Ansa-Haarschnitt in Zürich damals, weil dort die Hippie-Bewegung also sehr im Gange war. Und da haben sie mir auf der Straße nachgespuckt, zum Beispiel. Wirklich? Ja, ja, wirklich. Also die Hausmeisterin ist zu meinen Eltern gekommen, da hatte ich noch so ein Jahr, habe ich noch bei den Eltern gewohnt. Und hat gesagt, ob sie was helfen kann mit einer Schere oder so irgendwie. Ne? Und, oder mit einem christlichen Verein junger Männer, dass ich mal... Also das war entsetzlich. Alles war grau. Die Leute haben ab 30 ausgeschaut wie Pensionisten. Es hat sich sehr geändert. Es hat sich dann Ende der 70er Jahre, da war ich leider nicht in Wien, sondern in Linz, aber es hat sich dann sehr geändert. Aber das war wirklich sehr traurig damals. Aber Speditionskaufmann ist jetzt auch nicht unbedingt der Job, den man jetzt da einen erstarkenden Hippie zutrauert oder so. Also, Speditionskaufmann, ich weiß nicht genau, was ich... Ja, ich habe halt ja gesagt, mein Gott, dann bin ich gestanden mit so langen Hörnern, einen grauen Mantel am Güterbahnhof in Zürich und es war ziemlich entsetzlich und habe das Klappfahrrad von Bill Ramsey verzollt. Wirklich? Mann, das war das Highlight der damaligen Zeit? Nein, das Highlight der damaligen Zeit war ein Kilo schwarzer Afghane. Also nicht, das haben wir gefunden. Ja, gefunden, der Polizei übergeben. Wir haben es gefunden. In der Sekunde der Polizei übergeben. Aber Landestheater Linz, gleich eigentlich aufgelegte Geschichte für das, was du alles erzählt hast, wie du so warst als Jugendlicher, die Räuber, natürlich. Mhm. Was geht ja nicht anders. Mhm. Und dann viel Theater. Ja, sehr viel Theater. Sehr viel Theater. Und irgendwie hat sich das dann ausgefranzelt mit dem Theater, oder? Ja, weil auch das ein Ort ein Missverständnis war. Ich habe das ein bisschen romantisch gesehen. Ich hab immer nur so gesehen, man spielt, wenn draußen die dicken Schneeflocken fallen, spielt man halt irgend so eine Shakespeare-Komödie oder das Weihnachtsmärchen für dankbare Kinder in einer schönen, in einem Wald, schön beleuchtet und so. In Wahrheit hat man halt 8 Premieren im Jahr gehabt, davon 7 Stücke, die einen Dreck interessiert haben, also mich zumindest. Und dann habe ich ein bisschen eine Bühnenangst gehabt. Wirklich? Ein bisschen ist gut. Sehr. Ja. Ja. Und zudem komme ich drauf, dass ich kein Nachtarbeiter bin. Ich bin Frühaufsteher, das habe ich damals noch nicht gewusst, weil sonst man musste nachts unterwegs sein, weil sonst wäre man hormonell überblieben. Ne? Mein erster Drehtag, den ich irgendwo in Oberösterreich hatte, noch während der Linzer Landestheaterzeit, hat mir klar gemacht, das ist meins. Mit der Technik zusammen, mit der Kamera zusammen, mir hat das sofort gefallen.
Euch zwei verbindet was? Wir haben zuerst schon gehört, bei der Kittel war es so, dass der Papa und die Mama ihr ein 16. Alkohol beim Heurigen eingeflößt haben in Kracherl, damit sie irgendwie lustig die Leute unterhalten. Mhm. Deine Oma hat dann mit 12 Jahre alt warst, ein Chick in die Hand gedruckt und hat gesagt, jetzt wirst du mal unheimlich. Raucht es das beruhigt? Ja, naja, aber Moment. Wie musst du drauf gewesen sein als Kind? Naja, dass ein Nervadl, ja. Aber jetzt, wie du das erzählst, klingt das so, als hätte ich eine Hippie-Oma gehabt. Das war ganz eine normale Ernte, 23, darf man sagen, weil es das nicht mehr gibt. Rauch, das beruhigt. Und ich brauchte das auch. Ja, ja. Es hat tatsächlich beruhigt. Ja, das ist so angeblich. Und die Oma geraucht? Ja, eben, ich sag ja, das klingt jetzt so. Alles andere, was man dann zum Beruhigen geraucht hat, hat mich eh viel mehr aufgeregt. Also das ist, also mir beruhigt das Rauchen. Ja. Darf man da rauchen? Nein. Eigentlich? Nein, gell? Nein. Gute Sendung. Die Blätter sind auf die Pferde jetzt gebracht. Ich jetzt reißt sie gerade wegen die Chickies. Ja, jetzt zaubert es mich gerade. Ja. Aber gleich noch draufsetzend, du bist dann quasi zu Soko Donau gegangen. Da ist ja schon, ja, das ist viel passiert, Burgtheater, bra, alles. Aber Soko Donau, wo dich viele Menschen jetzt sehr lieb gewonnen haben, deine Figur haben alle total gern, das war irgendwie ein total interessanter Charakter. Und trotzdem hat es mich total überrascht, dass du wahnsinnige Wasserangst hast, weil du als Kind einen Unfall gehabt hast mit einem Ruderboot und einem Raddampfer. Oder was ist da passiert? Ich habe erst mit 14 schwimmen gelernt. Und zwar im Schulschwimmbecken einer Zürcher Schule, wo ich auch gastiert habe. Und da habe ich mit 5- bis 6-jährigen jungen Menschen bin ich hinterher geschwommen, hinter so einem Froschhaxert, hinter so einem Styroporbrett. Und draußen, weil das war ja ebenerdig, eine große Fensterfront, sind gestanden meine 14- bis 15-jährigen Schulkameradinnen. Bah, ist das Mühe ab. Trauma-Vorname, ne? Wahnsinn, so. Hast du dich ausgelacht? Ja, das habe ich dann, aber dann habe ich schnell ein bisschen Gitarre-Ding und ich habe das irgendwie. Mit denen so, und da habe ich mir gedacht, hurra, ich kann jetzt schwimmen und Zürichsee da unten und bin mit einem Freund und zwei jungen gleichaltrigen Damen gegangen zum Ruderbootverein, Verleih. Verleih. Ja, Ruderbootverleih, dann auf einmal raus und so, also auf Schweizerdeutsch natürlich, oder? Gehen wir auf das See raus. So, und hab den rudern lassen, den Freund. Und hab mich da gekümmert, ein bisschen drum und so. Und dann denke ich mir, was ist das? Noch dürfte ein Schiff sein. Und das wurde immer größer. Denke ich mir, jetzt ist aber ein großes Schiff und dann ist noch ein größeres Schiff. Und auf der Seite so. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Das ist auf uns zugekommen. Wir sind abgesprungen. Das Schiff ist durch das Ruderboot, durch. Krax. Ja, wir sind gerettet worden, aber das hat jetzt meine Liebe zu viel Wasser. Ich wasch mich schon. Wasch. Im Gegenteil, Waschzwang. Aber meine Liebe zu großen Wasseransammlungen nicht unbedingt erhöht. Aber bei Soko Donau hast du ja auch mit dem Boot fahren müssen eigentlich, wenig. Oder? Die zwei anderen, die haben die Prüfung gemacht, ich habe das verweigert, ich fahre ja nie, ich sitze im Büro. Und manchmal haben sie mich da halt reingesetzt und die fanden das halt ganz toll, da so in die Wellen. Und das war ja 250 PS Boot. Ja, aber dann musst du wahnsinnig cool schauen. Ja, du bist ja der Ober. Da habe ich gewusst, für was ich zahle dir. Ja, aber dass du es gut gefühlt. Ja. Aber warum dann aufgehört? Du hast gesagt, das war der Pfad. Du hast die Rolle, du hast dir für die Rolle nichts mehr eingefallen, was du jetzt noch anbieten könntest. Das trifft am meisten zu, was du als Letztes gesagt hast. Es liegt auf der Hand, wenn du ein Genre bedienst, wie den Krimi, bleiben Fragen, wie wo waren Sie gestern Abend? Oder nein, zum nicht 40. aus, oder müssen wir einen DNA-Abstrich haben, ja, aber wir brauchen Beweise. So, das kannst 10, 12, 13 Jahre mit Ach und Krach irgendwie so gestalten, dass du das Publikum und deine Mitspieler ein bisschen überraschen kannst. Dass sie denken, aha, so kann man das auch spielen. Aber irgendwann ist aus. Und das war einfach, wir waren mitten in den Dreharbeiten und es waren immer so blockweise, immer 4 Folgen mit einem Regisseur und ich habe die ersten Rohschnitte gesehen und habe mich auftauchen gesehen und habe gewusst, okay, was die arme alte Sau, jetzt kommt der da schon wieder rein, schaut eh schon aus, nicht? Wieder wie. Und da habe ich gewusst, das war's. Ich konnte mich auch selbst nicht mehr überraschen. Und wenn man sich dann selber nachspielt, dann ist es nicht mehr der Beruf, den ich ergriffen habe. Natürlich gibt es noch Millionen Fragen, die ich stellen würde. Interessanter ist aber, was die Damen und Herren, die hier sitzen,
gerne von euch wissen möchten. Es gibt hier Denkzettel, die ich euch stellen möchte. Wir haben einen eigenen Croupier natürlich da, ja? Und er hat den besten Namen, den man als Croupier überhaupt haben kann und als Denkzettellieferant. Damen und Herren, großen Applaus für Ernst. Oh, Ernst. Die Denkzettel. Mit großer Freude. Moi. Herr Siegel, haben Sie vor etwas Angst? So viel Sendezeit haben wir nicht. Es gibt sehr wenig, wofür ich nicht Angst habe. Zum Beispiel meine Katzeln, da habe ich keine Angst. Ja. Vor dem Rest habe ich Angst. Ja, dabei wollen die ihren Zaum fressen, die Katzeln eigentlich. Haben Sie Lampenfieber? Kennst du sowas? Ja, schon. Ja? Aber wenn ich auf der Bühne bin, ist vorbei. Herr Siegel, was mögen Sie am wenigsten von Wien? Von Wien? Ja. Da muss ich jetzt mich entscheiden, oder was? So viel, oder na was? Ja. Dass du gerade auswählen, ein bunter Strauß von Grauslichkeiten. Schon manchmal, es hat sich gebessert, aber schon manchmal eine gewisse Horizontlosigkeit. Also... Ja, der Kahlenberg, da kann man nichts mehr sichten. Halt aber ich liebe Wien, ja. Darum ist es schwer. Was ist der schlimmste Song aller Zeiten, wirst du gefragt? Was ist das grauslichste Lied, was du je gehört hast? Kein Song. Schau. Fällt mir nicht ein. Kennst du das mit der Zelle? Ich hab's auch alt, du hast. Alter, wo ist schon. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle, ja. Worüber müssen Sie weinen, Herr Siegel? Schau, du wirst immer so über Schwächen gefragt, komisch. Ja, na, das springt mir aus den Augen. Ja. Worüber ich weinen muss, wenn bei Filmen immer dann, nicht wenn es traurig ist, sondern wenn Leute, die unterprivilegiert waren, plötzlich irgendwas schaffen und es geht auf und plötzlich geht es denen gut, dann muss ich weinen. Das ist schön. Was ist der schlechteste Rat, den Sie je bekommen haben? Du musst abnehmen. Das ist Sag mal, das selbst wenn wir da sitzt. Oft gehört. Wahrscheinlich oft gehört. Was machen Sie, wenn Sie sehr wütend sind? Dann zucke ich aus. Schön, schön. Und das kann von nichts auf gleich gehen. Ja, aber die passen ja auf. Aber die Wahrheit ist, wenn es draußen ist, dann ist es vorbei. Geht schnell. Ja, bin auch gleich wieder gut. Die Fackel schnell abgebrannt. Ja, bin ein Heferl, kann nichts davon. Du wirst Gitarre spielen? Ja. Du wirst singen? Ja, Ja, und was für ein Lied hast du gewählt? Mir fällt immer der Titel nicht ein, aber jetzt fällt er mir ein. Vom Bob Dylan, Don't Think Twice. Das ist wunderschön. Großen Applaus bitte. Dieter Siegel! Don't matter anyhow. It ain't no use to sit and wonder who I'll be if you don't know by now. When a rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm troubling on, so don't think twice. It's alright. It ain't no use in turning on your light, babe. The light I've never known. It ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say. Try and make me change my mind. Never done before. It ain't no use in calling out my name, Gil. I can't hear you anymore. I'm a thinking and wondering, walking down the road.
day where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, babe, so I'll just say fairly well. I'd say you treated me on kind, could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time, so don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right. Ich glaube, es ist Zeit aufzuhören, aber vorher wollen wir uns doch verabschieden. Ja? Und bevor wir uns verabschieden, bedanken. Aus ganzem Herzen, denn wenn die nicht da gewesen waren, war es eigentlich überhaupt nichts gewesen. Ja? Also, Damen und Herren, einen großen Applaus für die Trixie! Komm zu uns, komm zu uns! Bitte, bitte komm zu uns! Kommt zu uns auf die Bühne, die die Welt bedeutet. Damen und Herren, ist sie nicht wunderbar? Einen großen Applaus an die fabelhafte Jess Gitti! Lassen Sie uns einen Blick auf die Band riskieren. Am Bass Alex! Schön, dass wir Einlass bekommen haben von Ihnen. Ich persönlich freue mich sehr. Sagen Sie es den Nachbarn weiter, was Sie nicht rufen sind. Bregenz, Bludenz, Iverian, sagen Sie, wir kommen wieder. Wir kommen wieder sehr gerne zu Ihrem Amüsement. Ja. Danke für Ihre Freundschaft. Danke für das Einlassen in Ihre Wohnstuben. Mein Name ist Birgit Denk und ich sage auf Wiedersehen.